Oh, was ist das denn? Habe ich Blut? Ich blute. Oh je. Ich werde nur gestochen. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es einen Ausverkauf und Schnäppchenhaul. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Ich war im DM und ich wollte mir eigentlich so bestimmte Cornflakes holen, die ich bei irgendjemand gesehen habe auf YouTube, bei einer YouTuberin, verlinke ich euch hier oben. Nee, da oben oder in der Infobox, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Wer hat das denn geholt? War das nicht die K? Svenja K? Oder wie heißt sie? Ich war auf der Suche nach so einer Art Cornflakes für meine Kinder, die etwas gesünder sind. Dann habe ich das bei der Svenja K entdeckt. Bunte Kringel und einmal Schokodinger. Ja, hier in diesen beiden ist laut Verpackung 40% weniger Zucker drin als in den regulären Cornflakes. Und ja, meine Kinder mögen kein Müsli und ich weiß nicht, was ich denen morgens als Alternative anbieten kann zum Frühstück. Ja, ständig nur Brot essen oder Brötchen essen ist auch blöd. Und von daher habe ich diese beiden mitgenommen und dann war ich halt so in DM und hab dann gesehen, dass DM ganz viele Sachen reduziert hat und es gibt auch Ausverkäufe. Ich weiß nicht, ob das bei jedem DM so ist. Kurz vor der Kasse steht immer bei uns ein Regal, wo dann die ganzen reduzierten Produkte aufgereiht sind und die sind dann immer mit diesen ro typisch roten Aufkleber versehen. Ja, ich habe die beiden Dinger hier mitgenommen. Dinger. Von der Firma Dawat. Das sind diese Cups, die man sich schnell zubereiten kann für den Hunger zwischendurch. Ja, man muss da einfach nur Wasser hinzufügen und 15 Minuten quellen lassen und dann ist das schon fertig. Ich habe hier einmal Chia Cup Schokolade, ist reduziert worden auf 70 Cent und einmal Chia Cup Kokosnuss, auch reduziert auf 50 Cent. Außerdem habe ich mitgenommen von der Firma DM Bio Knuspercracker Natur, vegan, 70 Gramm sind drin, ja, zum Knabbern zwischendurch, ist reduziert von 1,75 € auf 1 Euro. Dann habe ich von Dresdner Essenz mitgenommen. Du bist einfach großartig pflegebart in der Duftrichtung Bio-Orange und Yuzu. Ja, es ist ein ganz schöner orangiger Duft, ist klar. Also es riecht nach Orange und das war halt reduziert von 95 auf 50 Cent. Dann nochmal von Dresdner Essenz das Blütenstrauß oder wie heißt das? Blütenstrauß? Ne, Blütentraum. Sprudelbar, das sind diese Tabs, die man in die Badewanne reinlegt und es duftet sehr blumig nach Kornblume. Ja, nach Kornblume und ja, ist auch reduziert von 95 Cent auf 50 Cent. Von Lavera wurde reduziert von 3,95 € auf 1,95 €. Das Duschgel Frische Kick mit Bio-Limone und Bio-Vervain, das ist dann ja, auch so ein Zitronenduft. Belebendes Duscherlebnis, natürlich samt der Reinigung. Oh ja, wirklich richtig gut. Ja, das habe ich mitgenommen für mich oder halt für meinen Mann. Und ja, ist ein super Schnapper. Von Veleda eine Limited Edition. Feel Good Shower, würziger Ingwer, erfrischt und belebt die Sinne. Reduziert von 4,95 € auf 2,50 €. Badeperlen habe ich mitgenommen von Kneipp und zwar in zwei verschiedenen Duftrichtungen. Einmal die Aufkleber. Ja, einmal wünsch dir was, belohne dich und fühle dich wunderbar mit Palmrosa und Pfingst, nee, Palmarosa und Pfingstrose. So. Und dann einmal mit Kumquat und Mandarine. Ich mache mal eben den Aufkleber ab. Und zwar egal bei welchem Wetter, stehe auf der Sonnenseite das ganze Jahr. Das sind jeweils immer zwei Anwendungen.
und die waren reduziert von 1,45 Euro auf 80 Cent. Eine Seife von der Firma Method, Botanical Garden Jardin Fleuri. Oh. Da steht es auf Deutsch. Pflanzenbasierte Handseife. 345 Milliliter sind drin. Es ist vegan, runtergesetzt von 2,95 Euro auf 1 Euro. Und dann bin ich so durch den DM geschlendert, habe geschaut und habe gesehen, dass vieles aus dem Sortiment geht. Und die Preise müssen nicht unbedingt reduziert sein. Es kann sein, dass die Preise geblieben sind, aber wenn halt ein Lieblingsprodukt dabei ist, das aus dem Sortiment geht und ich es nicht weiß, dann ärgere ich mich dann ja doch hinterher, dass ich mich nicht gut eingedeckt habe. Also, fangen wir einfach mal an mit Dresdner Essenz. Da habe ich mir 4 Tütchen von dem Pflegebad Perfekter Moment mitgenommen, weil ich den sehr, sehr gerne mag vom Duft. Dann noch Badekristalle von Kneipp in der Duftrichtung Kirschblüte. Lieblingszeit, das ist, glaube ich, sogar reduziert. Dann von Biore Aktivkohle für normale bis fettige Haut, reinigt Poren 2,5 schneller als normales Waschgel. Das ist eine One-Minute-Thermomaske und das war auch reduziert und geht auch aus dem Sortiment. Für die Männer das Mr. Wolf Daily Care. Ist das nicht, das ist doch, ist das nicht der Mann von Maren? Maren? Heißt sie Maren? Die Kanzlerin heißt sie doch. Merkel. Merkel? Merkel? Marie Merkel? Maren Merkel? Merkel? Das geht aus dem Sortiment. Das ist von den YouTubern, den Wolfs. Maren und Tobi Wolf. Das ist ein Duschgel. Ist reduziert auf 50 Cent. Also Männer, schnappt zu. Oder Frauen, schnappt zu für eure Männer. Dann auch aus dem Sortiment gehend und auch reduziert Balea Vitaminmaske. Für jede Haut. Fruchtiger Pflegecocktail mit Orangenextrakt und Limettensaft. Und dazu noch von Schäbens Vitamin C Power Konzentrat. Mit Soforteffekt Energie, Glow und glatte Haut. Und dazu eine Gratis-Beigabe von DM. Ein herzlich willkommen Denk mit Spülbalsam mit Aloe Vera. Warum sonst? Lauft zum DM, vielleicht kriegt ihr die Sachen noch. Das war mein Schnäppchen und Ausverkauf-Haul. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch einen Daumen nach oben, abonniere diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.